Thema Rammstein und K.O.-Tropfen. Ich brauche eure Hilfe. Und zwar gibt es ja einige Vorwürfe gegen Rammstein. Es heißt, dass Rammstein Zuschauern K.O.-Tropfen untergemischt hat. Unter anderem Shelby Lynn behauptet das. Und das Ding ist, bei Shelby Lynn gibt es halt eben Aufnahmen, nachdem sie K.O.-Tropfen untergemischt bekommen hat, angeblich. So lautet der Vorwurf. Und ich möchte da einfach mal so eine Experteneinschätzung machen, so ein expertenmäßiges Video, wo ich genau analysiere, wie wahrscheinlich sind denn in diesem Fall jetzt die Vorwürfe. Und man muss aber dazu sagen, dass jetzt K.O.-Tropfen jetzt nicht gerade mein Expertengebiet sind. Ich weiß zwar theoretische Fakten und so, aber ich habe jetzt noch nie jemanden gesehen, der auf K.O.-Tropfen war, also auf GBL, GHB, das ist ja der ausgesprochene Name, also das sind ja die K.O.-Tropfen, die da meistens verwendet werden, diese Substanzen. Und daher möchte ich halt eben euch fragen, ob ihr mir bei dieser Einschätzung helfen könnt, weil bei euch sind bestimmt viele dabei, die schon Erfahrungen mit K.O.-Tropfen gemacht haben. Vor allem interessant wären hier Leute, die sozusagen absichtlich K.O.-Tropfen mal genommen haben oder solche Leute kennen, weil die haben das ja dann regelmäßig gemacht und können das dann bestimmt genauer einschätzen, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist, dass da jemand auf solchen Substanzen ist, wenn man da die Aufnahmen sieht. Jetzt folgen gleich die Aufnahmen und in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar, da ist ein Umfrageformular. Und da würde ich da einfach mal, füllt dieses Formular aus und sagt mir dann, wie realistisch ihr das Ganze findet. Einfach neutrales, ich will mich hier auf keine Seite stellen, einfach eine neutrale Einschätzung, damit ich dann da ein Video dazu machen kann. Oh mein Gott, Talenim, I wanted to have sex with me? What? Jason! Ja, ja, ja! Du Hände! Oh, yeah. Everybody's sexy as fuck here! Rammstein! Rammstein! Burn him! Burn him! Hallo! User is hanging all over Joe and he's trying to kind of be polite but get out of her grasp and kind of, you know, placate her, sort of put her away. The show, she was kind of bouncing her tits and she was... Abonniert gerne den Kabal, wenn ihr herausfinden wollt, was bei der Umfrage rausgekommen ist und wie generell meine Einschätzung zu dem Thema ist.